Hallo und willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Ich bin's, Facebook 1413. Heute... Ja, was? Ich höre, ist das ein Walross oder ist das ein Seehund? Das ist kein Seehund, das ist ein Walross. Das hat Zähne. Das war meine Frage, ist das ein Walross oder ja, Seehunde haben keine Zähne, meine ich, oder? Und es ist braun. Also nicht so eine lange Zähne, ne? Ich meine, okay, ja, also sie sollen generell Zähne haben, hoffentlich. Und was ist dann, was sind dann Seelöwen? Die sehen doch ganz anders aus, oder? Keine Ahnung, das frage ich ja. Naja, auf jeden Fall. Ich habe mir nie die Mühe gemacht, da irgendwelche Unterschiede mir zu merken. Okay. Warum nicht? Keine Ahnung. Dass du das nicht gemacht hast, darauf bist du so stolz, dass du hier jetzt auf eine öffentliche Plattform trittst und sagst, ich habe mir nie Unterschiede gemerkt. Das waren ernst gemeinte... Was? Das waren Fragen? Ja, Seelöwen haben so ein relativ spitzes Gesicht, sehen ansonsten schon aus wie Robben und haben so kleine Ohren, die so anliegen. Schau ich die Textur an. Das ist ein Traum. Ich bin und so lange, dass wir keine Textur installiert haben für diese Version. Aber das sollte ein Walross sein, ja. Mich fängt die Musik langsam auch an zu nerven. Ja, ja, ich kann die Musik jetzt auch nicht mehr anhören, dass sie so stechend ist. Oh, der geht steil! Oh, der hämmert seine Zähne in den Boden rein, damit er hochkommt. Mm. Wie Eispickel. Oh nein. Pass auf, der frisst mir gar dich gleich. Das Geräusch, Platsch. Das hat nicht. Ich glaube, als Robber hast du eine Aufgabe nur. Ich kann durchs Wasser und da Zeug mitnehmen. Ja, aber sonst ist es halt, du gehst zum Walross und sagst, ja, yo, Bruder. Und dann klaust du ihm seinen Puzzleteil. Ist das hier links Awakening oder was? Können wir den Ice Key mitnehmen? Ja. Oh ja, stimmt, es geht in der Version wirklich irgendwie. Ja. Oh! Hallo, mein Bruder. Ich mag die Sounds. Wow, noch ein Walross, nimm das! Aber nimm dich in Acht vor dem stinkenden Bär und dem doofen Vogel. Yeah. Yeah. Sind ziemlich stinkend. In seiner Höhle ist ein Ginger, meine ich. Was ist denn sein scheiß Problem mit uns? Was macht der Ginger da? Das Ambiente genießen, denke ich. Was macht ihr sonst in der Höhle? Ein bisschen viben. Er freut sich. Hi, Kumpel. Schau dich in der Wolzers Höhle ruhig ein wenig um. Das ist meine doch, Höhle. Du gehst einfach rein, so, ja, guck schon ruhig um. Ja, man kann hier wirklich viben. Du kannst doch mal vorher Bescheid sagen, aber guck schon ruhig um. Was für ein Ding? Was hast du gerade gesagt, Mel? Was? Ruck schon um. Schau dich ruhig um. Schau dich ruhig um. Achso. Ja. Ich hab dich verstanden, Mel. Mit dem Button. Ich hab auch. Was hatten wir nicht irgendwo noch so einen schmalen Gang, wo Fully dann meinte, oh ja, dafür brauchst du die Verwandlung? Einfach die Schatzkammer. Nicht, dass ich das weiß. Das war das Krokodil in Grunty Slayer, oder? Oh ja, ja, doch, okay, ja, das mit war ein... Oh ja, Grunty Slayer, stimmt, ja, genau. Vielleicht geht das mit dem Walross auch. Keine Ahnung, mir egal. Hat man das schon mal ausprobiert? Du kannst bestimmt nicht so weit weg, glaube ich. Wenn Kazooie im Rucksack ist, was passiert jetzt gerade mit Kazooie da unter Wasser? Das habe ich ja auch gefragt. Was ist generell mit Kazooie in der Verwandlung? Ist euch Waterboarden ein Begriff? Da kommen ein paar Blubberblasen aus dem Rucksack raus, also vielleicht. Der versperrt dir jetzt, glaube ich, nicht mehr die Höhle. Das heißt, als Banjo kannst du jetzt hier reinlaufen und dann sagt er, was sagt er wirklich? Der stinkt. Der ist Bär, der Pschifflöhe. Der Vogel ist doof. Der Vogel hält dich nicht schnell, hält einfach nicht die Schnauze. Der redet zu viel. Der Vogel ist doof. Das ist so nervig. Den Schnabel bitte, ja. Ich bin ein Geschenk. Ich mach traurige Bären. Oh ja, ach ja. Wir können traurige Bären ganz glücklich machen. Hast du eigentlich unten beim Schneemann jemals das Puzzleteil eingesammelt? Nee, ne? Nein. Wisst ihr was? Das war okay. Hinter dem Eis. Ihr seid alle Geschenke. Nein, nicht oben, unten. Nein, ich habe nur eins. Und das war dem Walross. Das heißt, ich weiß deswegen, nicht genau, wo du meinst, hast es nie eingesammelt. Ich bin schon zwischen unterwegs. Den Beinen vom Schneemann, du hast die Köpfe doch, Knöpfe doch. Ich zieh erstmal Gummistiefel an. Abgeschossen. Siehst du? Da das sagt Moggy immer, wenn er eingeschnappt ist. Ich zieh erstmal Gummistiefel an. Die
guten alten Gummistiefel. Aber die Gummistiefel, die schon schlecht geworden sind. Ich war ja für die Vorstellung, nein, jetzt reicht, ich zieh sie erstmal Gummistiefel an. Das heißt, dass aus irgendwelchen Gründen ein Trost für mich ist in dieser trostlosen Welt. Das ist einer der einen deiner Skills, einfach um dich zu beruhigen. Ich dachte, das wäre ein Kulturding. Komm, Dann packst du noch gefrorene Erbsen rein, damit es so richtig ablenkt. Was? Oder jetzt oder gefrorene Füßen. Erbsen. Oha! Oha! Es gab so eine Kindergeschichte, oder war es auch im Sandmännchen, da ist so ein kleiner Junge und der hat rote Zaubergummistiefel, die werden immer riesig, wenn er sich was wünscht, dann kommt da irgendwie, dann kriegt er irgendwie, Nein, das sind keine Gummistiefel, du meinst den großen roten Hund. Clifford? Ja. Nee. Doch. Der ist auch cool. Ich hab schon Teile mitgenommen. Wasser sein. Wie heißen nochmal diese riesigen japanischen Monster, Kaiju? Ja. Ist Clifford einer? Nein, das ist einfach nur ein Hund. Wer zum Fick ist Clifford? Clifford the Big Red Dog. Der hat einfach nicht aufgehört zu wachsen, der ist riesig geworden. Das ist ein kleiner, riesiger, roter Hund, aber er sieht halt klein aus. Kleiner, riesiger, roter Hund. Der ist groß, immer dargestellt, aber sieht halt aus wie ein Welpe. Ja. Oh, gab's davon so eine Realverfilmung mal? Ja. Ja. Aber ich glaube, ich habe das Filmposter mal gesehen. Schon wieder dieser Bär. Nimm die orangefarbene Nervensäge und lass den armen Busser alleine. Das ist der Eiskrieg. Das ist Johnny. Kannst du ranzoomen und anschauen. Ja, der kann, weiß nicht, wie der kann Kazooie wirklich nicht leiden. C-Stick nach vorne. Mir gefällt gar nicht, dass Kazooie da keine Widerworte hat oder sowas. Ich hab keinen C-Stick, das ist ein Xbox-Controller. Okay. Ich glaube, ich muss Y gedrückt lassen. Der Ice Key. Oh, den hätte ich jetzt. Der N64-Controller hat auch keinen C-Stick. Ja, aber, ich bin das halt so gewohnt, das mit Stick zu machen. Das stimmt. Wisst ihr, welches Spiel Stick besser mit C-Tasten funktionieren würde? Von einem Xbox-Controller, oder? Ja, zum Beispiel. Insofern ist es genau wie bei Moggy. Welches Spiel, Moggy? Nein, der muss Y drücken. Adventures. Das ist auch von Rare. Ach, das letzte Spiel, das Rare für Nintendo gemacht hat, für eine Heimkonsole. Sie hätten es Dinosaur Planet machen sollen und nicht ein Star Fox spielen. Ja. Sie hätten das Spiel generell fertig machen sollen. Klingt nach einem Plan. Im Baum bist du auch noch nicht hochgeklettert und hast das Jiggy mitgenommen, ne? Nein. Willst du es machen? Ja. Ich bin schon unterwegs, Mutter. Tja, Mann wird alt. Das hast du auch nicht mitgenommen. Willst du es machen? Ich wollte aber auch sagen, dann geh doch. Der ist doch gerade hier. Ja, wenn du schon mal da bist, ne? Sonst beschwerst du dich, oh. Warum sind überhaupt Ameisen im Baum? Das sind Termiten. Und weh, du gehst heute wieder so spät ins Bett, Mori. Ich geh früher ins Bett als ihr alle. Ja, das ist wahr. Ist doch besser so. Ja. Yeah. Ich frage mich gerade, wie schwer es ist, das Level hier im Baum zu finden. Es dauert so viel länger, einmal rumzulaufen, als ich das hier einschätze. Wenn du halt das mit den Lichtern gemacht hast, dann kriegst du ja den Hint, dass da was ist. Ja, denke ich, okay. Kommst du da easy eigentlich drauf. Sollte nicht zu schwer sein. Ja. Ich fand es schwerer, an das Puzzleteil zu kommen, weil es perspektivisch richtig komisch war auf dem N64. Good job. Schön Folie eine reingedrückt. Ich weiß, wie früher gesagt hat. Was perspektivisch ja. Komisch war, ich es direkt im ersten Try geholt auf dem N64. Ja, auf dem N64. Ich meine, da ist es die ganze Zeit in Vogelperspektive. Ich hab keine Ahnung. Das Spiel ist so unfassbar anders als auf dem Original. Nein, ich habe das Spiel aber tatsächlich anders. Zweimal fürs N64. Zweimal? Bist du wahnsinnig? Ich habe die PAL-Version und dann, als ich mir mein gemeintes N64 geholt habe, habe ich noch Spiel auf Japanisch geholt. Ich habe es irgendwie trotzdem nie gespielt. Oh. Ist die Synchro dann anders? Lieber haben als ja, brauchen. Ich habe es nicht gespielt, Fully. Nein, erzähl mal. Ich weiß es nicht. Übrigens, hier brauchen wir die Turbo-Treter.
für den guten Boggy. Ich glaube, man kann das Rennen auch ohne machen, aber ich kann das nicht. Warte, wie, also heißen, bestimmt, wie heißen die Stiefel? Ich wollte gerade sagen, Moggy macht jetzt hier alles ohne die Turbo-Treter. Na, die Blitzturnschuhe halt, Johnny. Die schnellen heißen, Treter. Turbo-Treter, die Sneaker. So ein gutes Wort. Ist aus Pokémon, oder? Ja. Ja. Aus Pokémon Rubin und Saphir auf eurem Game Boy Advance. Es ist so krass, wenn ich manchmal zurückdenke, dass das erst seit Gen 3 ein Ding ist. Oh ja. Ja. Oh, gestern kam, ich weiß nicht, ob du Digital Gaming noch verfolgst, Fully. Also ich bin inzwischen ein, der Dr. Lava ist, dass der super viele Japan-exklusive Dinge und sowas übersetzt und sie haben da super viele Videos inzwischen, die wirklich interessant sind. Gestern kam eins zu Generation 3 und cool. Ursprünglich sollte Generation 3auch so ein Reboot werden. Was, ich mach schon. Was super interessant ist, weil bis hin zur dritten Arena oder so kommen in Generation 3, was ein Überbleibsel davon noch ist, kommt zum Beispiel nur Generation 3 Pokémon vor. No, und dann Generation 1 Pokémon zum Beispiel kommen erst ein bisschen später. Und dann dachte ich mir, oh mein Gott, ja. Yeah. Ich glaube, das kommt hin. War super interessant. Ich finde das generell eine gute Idee. Warte mal, hast du das Geschenk im Baum mitgenommen? Ja. Okay. Zu schockiert. Warte mal, hast du das Geschenk im Baum mitgenommen? Weil, das weil hat, dann das nur hat kein schönes Weihnachten sonst. Der kleine Doggy bekommt sonst kein Geschenk mehr. Okay, to be fair, der Counter war komisch, warum war da ein Geschenk, aber ein blaues Geschenk? Ja, weil es jemals, weil... Ja, aber es ist halt trotzdem, ja. Deswegen war ich, du müsstest doch eigentlich noch welche mitgenommen haben. Also ich glaube, wir wollen noch in die Pfeife rein. Ja. Fully war minimal überrascht. Ich war, shooketh to my knees. Literally crying and shaking right now. Du warst so schockiert, bis zu deiner Nichte, oder was? Ja. Verständlich. Nein, nein, nein! Was denn? Oh, ich hab eine Nichte. Gott! So hilft mir mit dem Bockschatten. Das ist so gut, hey! Ja. Ihr habt meinen Schlitten gefunden. Ich trainiere für das große Rennen, wir sehen uns, Freunde. Aber ich hatte ein Geschenk dabei, bekommen wir jetzt... Oh ja, Gott, wir hätten ihn so sauber aufgeschlitzt mit den Kufen. Ich glaube, er hat irgendeinen Dialog, wenn man das Rennen gegen ihn gemacht hat, aber ich befürchte, das werden wir heute nicht mehr schaffen. Die Kufen waren. Oh, die waren auch noch zweidimensional, die sind richtig scharf. Oh Gott. Was ich sagen wollte, ist ganz oben auf dem Schneemann ist auch ein Puzzleteil. Oh. Und ich glaube auch Noten. Aber er hat es nicht gesagt. Ich mag den einen, der die passende Mütze anhat. Die Geschenke passen zu allen. Ja. Die Schuhe, die Hose. Yippie, jetzt sind wir alle glücklich. Das ist für dich. Ja! Pack doch die Geschenke mal aus. Eine ganz schön materielle Gesellschaft hier. Ihr habt Geschenke und seid glücklich. Ach, das ist, was ich glaube, was da drin ist. Ein Geschenk sieht einfach aus wie Blut oder so. Es sind weitere Eisbären. Einfach die mithüpfen miteinander. Die freuen sich so sehr. Dann hat Boggy noch drei weitere Mäuler zu stopfen. Jetzt sind wir endlich komplett. Ja, oder noch drei weitere Möglichkeiten, sein Maul zu stopfen, jetzt, meinst du? Jetzt verstehe ich, warum er den ganzen Tag einfach nur draußen rumhängt und Schlitten fährt und Bauchschmerzen hat. Er hat einfach keinen Bock mehr auf die Blase. Ich kann mich mit dem Vater, der die Familie im Stich gelassen hat, mehr identifizieren. Die können auch mal rausgehen. Die müssen doch nicht immer in der Bude hocken. Nein, der hat gesagt, ihr bleibt jetzt hier, bis ich zurückkomme, aber er kam nie zurück. Die sitzen den ganzen Tag vor ihren Videospielkonsolen. Nein, die haben nur einen Eistisch. Haben ja keine bekommen. Doch, wir haben ihm gerade welche gebracht. Ja, jetzt haben die den N64. Der eine rastet jetzt gerade komplett aus beim Auspacken. Aber der andere findet heraus, dass sie als Spiel nur Donkey Kong 64 bekamen. Oh, das ist eine Enttäuschung. Der eine hat einen Dreamcast bekommen. Das ist ein harter. Und sie haben das Memory-Erweiterungspack fürs N64 nicht, also können sie es nicht spielen. Nein, das liegt der Donkey Kong 64 bei. Nein, es ist eine gebrauchte Version. Oh. Ohne das Pack. Nein. Banjo, warum kaufst du gebrauchte Rare-Spiele? Das ist nicht nett. Was ist Tobak? Warum wollte ich gerade sagen, das ist harter Tobak? Tobak ist bestimmt ein anderes Wort für Tabak. Ja. Yeah. Wegen Zigaretten holen vielleicht? Boah, es ist... Ja. Und
wir haben ihn. Und weg damit. Honig! Mhm. Oh, ich dachte, er fällt jetzt runter, ne? Das der ist, Honig ist gestürzt! Das, hat, ist irgendwie echt cool eigentlich. Wir hatten am Anfang nur noch ein Prozessor und jetzt haben wir 8. Okay. Moment. Okay. Okay. Was? Nein! Oh Gott. Sei bloß vorsichtig! Das erinnert mich an meinen absolut liebsten Traum, den ich regelmäßig habe. Wenn ich einfach irgendwo ganz weit oben bin und irgendwie Treppen oder so hochgehe oder so oder einfach auch irgendwo, einfach so auch wirklich weit oben und dann bin ich... Ja, das kann passieren. Ja. Autsch. Wir haben 100 Noten. Also auf jeden Fall bin ich dann da irgendwo ganz weit oben und ich bin quasi gelähmt. Und ich kann irgendwie mich nur so ein bisschen am Boden oder den Wänden festklammern, ich kann nicht weiterlaufen, nicht vor, nicht zurück und... Oh, das habe ich auch mal gehabt. Ich denke, das ist ein sehr üblicher Traum, aber der ist super cool. Ja. So, dass ich auf so einer Balkonterrasse bin, wo es irgendwie kein Geländer gibt. Und das Haus so, so ein Hochhaus auch so ein bisschen wackelt und so. Und ich halt Angst habe, dass ich irgendwie da runterrutsche auch in Richtung, wo es kein Geländer gibt und so. Ja, kommt mir auch bekannt vor. Fully? Mhm? Was wollen wir denn noch außer den alten Boggy? Ich weiß nicht, ob Boggy zwei Jiggies hat. Ich bin auch gerade am Überlegen. Du warst ja in der Pfeife, ganz oben. Du hast die Knöpfe gedrückt. Du hast die Lichter gemacht. Du hast da das Baum geholt. Ja, ich weiß nicht, gibt zwei. Ich kann nachschauen. Ich glaube, das erste Rennen kann man normal gewinnen und das zweite dann. Das kann sein, ja. Vielleicht sind zwei Rennen mit zwei Jiggies. Oh, da muss ich ein Walross sein. Der gute Boggy, der ist. Nein, du musst kein Walross sein. Nicht? Nein. So, lass mich schauen. Der müsste irgendwo auch relativ am Anfang sein, glaube ich. Ist das nicht da, wo er auch lag? Ja, irgendwo dort in der Nähe zumindest. Sui geht auch steil. Free ZZ Peak. Oh, er ist wahrscheinlich da rechts drüben. Der andere Aufgang dann, ne? Ja, hier sollte das Rennen losgehen. Ja, genau. Ja. Okay. Hi, Freunde. Niemand will gegen mich antreten. Wir hauen dich in die Pfanne, Bärchen. Sorry, ihr passt hier, ihr passt nicht auf den Schlitten. Ich fahre nur gegen einen kleineren Gegner. Ach ja, das muss das Walross machen. Wer muss jetzt nicht zum Walross werden? Ja, dort, du musst ein Schlittenrennen machen. Ich erinnere mich. Real! Darf ich das noch einmal nachstellen? Nein. Nein, lass das. Oh, die ist direkt kaputt gegangen. Gar nichts zu sagen. Die Musik ist nicht mehr so schlimm, oder? Oh Gott, sprich's gar nicht erst an. Stimmt. Weil der war ein Fehler? Weil der Weihnachtsbaum nicht mehr leuchtet. Oh! Es kann schon sein, dass es auch irgendwie ein Bug war, einfach. Ja. Yeah. Weil es gibt ja die... Das hat doch, wie heißt das nochmal, der Soundtrack, wenn der so anpassungsmäßig ist? Dynamisch. Genau, vielleicht gab es einen Ort, wo es halt dynamisch lauter war, dieser Sound. Super, und der, hydrodynamisch designed. Und der wurde nicht mehr zurückge... Es wurde nicht mehr, Jetzt ist es angenehm. Leiser gedreht. Ja, so kenne ich den Song auch. Da waren einfach die Zwerge den Minen zu übereifrig. Geh auf gar keinen Fall mehr in die Nähe von den Tannenbaum. Tannenbaum, hast du gesagt? Tannenbaum. Ich hopp hier mal ein bisschen ganz langsam rüber. Warum hüpfst du darauf so rum, Boggy, hä? Oh, noch Kollege Walross, Lust auf ein Rennen? Dann hüpf auf den Schlitten! Kollege Walross hat Lust auf ein Rennen. Kollege Schnitten. Jetzt musst du nur den Schlitten durch den roten Slalomstangen. Durch die roten Slalomstangen. Ja. Oh, jetzt eine Slalomstange. Lecker. Das erinnert mich an ein Sesam Bild, das ich letztens gesehen habe. Das war ein kleiner Comic, er war sehr lustig. Und zwar, da war ein kleiner Junge, auch prophetisch, sein Bauch wurde aufgeschnitten. Oh, okay. Und dann hat der Arzt ihm eine Zuckerstange reingelegt. Und dann hat er eine Geste gemacht und dann im letzten Panel hat man auch den Jungen gesehen und der hat dann so Zunge gemacht, so von wegen, oh ja, lecker. Nein! Was hast du gesehen? Was passiert denn jetzt? Na, ich habe seine Beschreibung schon verstanden. Okay. Ich hoffe, aber... Ich kann es noch nicht ganz verarbeiten. Er hat ihn in der Operation eine Zuckerstange direkt in den Bauch gelegt.
Und dann der Junge meinte, okay, oh, ja, lecker. Aber es ist absolut nicht lustig. Doch! Er hat ihn schon gegessen, bevor er ihn gegessen hat. Wird ihm im Bauch gelegt. Ja. Warte. Ja. Nein, Boggy, ich hatte dich doch schon. Boggy, verzieh dich, Boggy. Ja. Spring. Sehr gut. Oh Gott. Sei bloß schneller. Das war der Winning Move. Winning Move. Und das ist leichter von den beiden Rennen, ne? Ja. Ja, das ist leichter. Nice. Yes. Oh. Respekt. Das hier ist deine Belohnung. Mad Props, Digga. Ich hab's gefunden. Wie, du hast es gefunden? Das Bild? Achso, das Bild. Also, Moment, ich muss ja die Übertragung für euch ändern. Also. Da ist die OP, er legt das rein und dann schsch, und der Junge dann, lecker. Ja, okay, das ist super lustig. Das war echt ziemlich lustig. Dieses Psch mit den Grinsen. Yes. Die Zeichnungen waren sehr wichtig, also der Look war sehr wichtig, um mir das anders vorzustellen. Also ich hatte so eine typische deutsche Karikatur vor Augen, die wäre... Manchmal ist es die Delivery. Die Betonung hier ist es der Zeichenstil. Delivery ist meine liebste Band aus typisch Andy. Delivery! Delivery! Das sind du und ich! Delivery! Das heißt die Lieferung! Ach, Musch. Manchmal frage ich mich so, was war es eigentlich im Original, dass sie im Deutschen dann sich den Joke erlaubt haben, irgendein englisches Wort einfach so zu übersetzen, weil das kannst du jetzt im Englischen nicht haben. Das ist auch die Szene, weil es vorhin schon mit, ach so, Sandy heißt sandig auf Englisch. Sandig auf Englisch, ja. Und damit hat sie ein Wortspiel gemacht. Oh was, das ist doch cool. Ja. Ja, aber da muss man ja einfach zwei andere Sätze komplett austauschen, ne? Ja, wahrscheinlich hat er im Englischen auch nur erklärt, warum, also wie der Pun von Sandy gemeint ist. Und die muss im Deutschen aber hinzufügen, dass es halt Englisch ist. Was glaubt ihr, wie die Weißbrotstelle ausgegangen wäre, wenn sie mehr Zeit gehabt hätte, um sagen zu können, oh Toast, das klingt wie Ghost, das ist Englisch für Geist. Ich glaube, es ist... Deswegen auf Deutsch lustiger, weil es gar keinen Sinn ergibt. Ja, ja, eben. Und deswegen waren das auch wirklich gute Übersetzungen. Oh, guck mal, der Gegner ist jetzt draußen vor dem Level. Mamo Magie gleich aus. Hat er gesagt? Er hat dich gewarnt. Er hat dich gewarnt. Das ist wie im Vorsicht, der PC fällt gleich runter. Gleich gibt's das Windows-Update. Nein! Ihr Vertrag verlängert sich um 24 Monate. Oh, schon vorbei. Was ist hier links? Ich finde es auch witzig. Turbo-Treter. Denkt nicht, ihr könntet etwas benutzen, bevor ihr bei Bottles gelernt habt, wie es funktioniert. Oh, der quietscht, weil es Schuhe sind. Ja. Hier ist das Ding, du machst halt die Flugplattform, dann rennst du ganz schnell hin mit den Turbo-Treter und dann fliegst du hier oben hin. Da kommst du nicht hin, siehst du? Da. Oh, okay. Ja. Darf ich kurz anmerken, dass Grunty einen Banjo-Kazooie Adventskalender in ihrem Geheimversteck aufgehangen hat? Ja, sie mag halt Bär und Vogel eigentlich ganz gerne. So gerne, dass sie sogar Tutti sein will. Ja? Das ist der ganze Grund. Sie will eigentlich Banjos kleine Schwester sein. Oh Gott. Ja, von diesem Fetisch habe ich gehört. Die Stille. Hier hast nur du wahrgenommen. Nein, ich dachte mir, ihr werdet euch schon irgendwie rausreden. Yeah. Gobi's Valley ist so eine coole Welt auch. Aber ich mag generell irgendwie so Wüsten-Settings oder Ägypten oder sowas. Wüste Ägypten. Dann musst du allgemein. Dann musst du Assassin's Creed Origins lieben. Eigentlich schon, ja. Ich habe ja nicht gesagt, Ägypten ist eine Wüste. Da gibt's auch den Nil. Johnny meinte, er verbindet, wenn er an Persönlichkeiten denkt, mit dem Osten sowas wie kulturelle Wüste. Nee, das war meins.
Ach so, okay, ja. Meins war ziemlich... Meins ist in der Mitte, das ist was anderes. Es war so warm, die Tage, als ich jetzt da war, dass, wie gesagt, dass da Steppenläufer hätte vorbeirollen können. Ich hätte mich nicht gewundert. Wo kann ich neue Welt freimachen, Fully? Ich bin auch gerade am überlegen, wo war Gobi's Valley? Ich glaube... Ich bin oben irgendwo. Ja, ich glaube, Gobi's Valley ist, wenn du nochmal an dem Level dort vorbeigehst und dann solltest du den Weg durch so eine Lava-Gegend, glaube ich, finden. Und dort, kurz vorm Ende, glaube ich, ist irgendwo Gobi's Valley. Okay. Oh, ja. Dort irgendwo vorm Ende. Ja, aber ja, Gobi's Valley ist auch schrecklich. Stell dir vor, du musst Richtungsangaben machen. Das ist schlimmer als... Jungfernstieg. Muss da hoch, glaube ich, oder? Grunty Slayer ist wirklich der Bahnhof Jungfernstieg in Hamburg. Du musst die Stufen hoch. Kann man nicht sagen, mit diesem Vergleich kann ich sehr viel anfangen. Ja, ich weiß, es in Stuttgart oder ja, ich glaube in Stuttgart gibt es auch irgend so eine Station, die immer mit Videospielbereichen verglichen wird. Da gehst du in Gruntys Maul rein. Aus Tomb Raider oder so. Auch es mit wirklich, Stuttgarter wirklich Bahnhöfen und Stationen kann ich mich auch sehr gut identifizieren. Es ist, eines Tages werde ich dich durch Hamburg führen und dann werde ich dir zeigen, du könntest unterirdisch wirklich einfach hier ist die Lava 20 gehen. Minuten laufen. Ja. So groß ist dieser U-Bahn-Untergrund. Da freut sich der Mogi drauf. Ja, oder? Das ist doch ein Sightseeing-Geheimtipp. An einer Stelle kann man oder muss man durch einen Buchladen und dann durch die Hintertür des Buchladens, um zum Bahngleis zu kommen. Was? Das ist wirklich wie so ein... Das ist ganz seltsam. Die Bahnhöfe sind da aber oftmals komisch mit, dass irgendwie man sich so denkt, warte, warum ist hier direkt ein Laden? Muss ich durch den durch? Oder? Ich meine, ich könnte da diesen komischen dunklen Weg drum herum gehen. Ja, genau. So ich glaube, so ist das auch. Also man kann durch diesen Laden, man könnte auch anders, aber... Ja. Yeah. Mad Monster Man. Da könnte man irgendwie Bücher ausleihen oder Bücher... Irgendwas war da. Es ist so cool, dass du hier in dem Bereich rumlaufen kannst, aber als Kind habe ich nie ganz gewusst, wie ich das Level freischalte. Oh, ich auch nicht. Ich weiß es auch jetzt. Ja, es ist halt wie immer mit einem Puzzleteil, ne? Puzzle. Aber... Ja, stimmt. Dafür müssten wir, glaube ich, noch mehr machen. Gehen wir zurück zur Wüste. Mhm. Aber der Ort ist ziemlich cool. Ich hoffe, ihr genießt das Organ, gell? Ja, doch. Diese Anspielung mache ich im Stream auch immer noch viel öfter, als ich mir eingestehen will. Ich mache sie manchmal. Ja, aber nein, überhaupt das nicht machen. Oh Gott. Oh, da verliert man Leben. Ja. Alle Leben. Das ist Lava. Das ist heiß. Du hast ihr Leben verloren. Habt ihr Interesse an einem Organ, gell? Nö. Wir singen Simpsons-Joke. Oh, das ist, nein, das ist auch voll das gute Beispiel. Das ist aus Mickeys Clubhouse. Ja, für die Jokes, die wir gerade meinten, die nur auf Englisch Sinn machen und dann auf Deutsch so ein bisschen umständlich übersetzt werden müssen. Ein Organ, gell? Oh nein. Pass auf, Fully, die haben einen Orgelshop oder sind irgendwie Orgellieferanten, Mickey, Goofy und Donald. Ich sag Donald, weil ich mit Fully rede. Und... Da ruft ein Typ an und will ein Organ kaufen. Okay. Und nein! Meint damit aber halt die Organe. Oh, nice. Ja. Ja, und auf Deutsch mussten sie ihm einen Akzent geben und er sagt Organ, gell? Ach, das ist ein Gell. Ah. Ihr habt das Geld so komisch gesagt, da habe ich es nicht erkannt. Dann denken sie sollen natürlich eine Orgel liefern und er wollte eigentlich deren Organe. Das ergibt absolut keinen Sinn. Nee, es ist eine schreckliche Übersetzung. Und auf Englisch ist es einfach dasselbe Wort, ne? Organ und Organ. Meine ich. Meinst du ein Organ, gell? Die haben alle einfach nur Orgeln in ihren Innereien. Ja. Komm einmal richtig reinorgeln. Da habe ich mir richtig wie so ein Achtarmiger einen reingeorgelt. Nee, wann hast du das letzte Mal reingeorgelt? No. Wie sagst du, ich habe gestern das komische Mikrowellen-Curry reingeorgelt. Das hat reingeorgelt.
Das, ist auch mal das, hat, das hat nicht nur reingeorgelt, das hat direkt gekirchenglockt. Ich hab auch mal erstmal ein bisschen was Schärferes probiert. Meine Schärfe trainiert. Oh, das Curry war absolut mild, das war sehr süß. Bleib im Team und im Stream, ey. was muss ich denn hier alles machen? Die Musik. Du kannst auf die Sphinx, in die Sphinx, in die Pyramide, unter Wasser, Wasser machen. Das mach ich überhaupt nicht. Lass dich nicht von dem erwischen. Das war wirklich creepy. Okay. Oh, die Stimme auch noch. Manche Kinder machen an der Stelle einfach die Konsole aus. Das sind schwache Kinder. Es gibt hier ein Labyrinth. Es gibt ein Labyrinth hier. Und wenn du halt keine Zeit mehr hast, da durchzugehen, dann siehst du nur, wie von oben Starren kommen und Ben so, oh oh. Und dann, ja. Und dann, das fand ich irgendwie gruselig. Weil sie aufgespießt wurden. Schwache Kinder. Ich sag euch, wie es ist. In Rayman 2 gab es die Höhle der Albträume. Und ich hatte nur mal Albträume davon. Boah. Du kannst hier bei der Sphinx ihm in die Nase Eier schießen. Morgis so nehmen. Aber es gab auch in Star Fox die Prüfung der Angst, glaube ich, und du hattest ziemlich viel Angst davor. Besser als Nasen. Als ich zuletzt gespielt habe, war das ein First Try und ich war so stolz drauf. Ich habe es in die Discord-Gruppe geschrieben. Mhm, das stimmt. Der ist da links von der Sphinx. Links von der Sphinx? Ja. Wann kommt dein Tape? Ja, es klingt sogar schon wie so ein Album. Links von der Sphinx. Ich mach das. Ich mag, dass das die Musik sich hier ändert, bei der Sphinx auch. Da von links, in the middle of the night, my mother just Hey, das kitzelt. Oh, andere Seite. Dabei ist eigentlich immer nur ein Nasenloch gleichzeitig aktiv. Also richtig. Ja, immer eins ist verstopft und das andere kann atmen. Dann wechseln wir. Oder beide sind verstopft. Ja, das ist ein Problem. Ja. Dann putz dir mal die Nase, Moggy. Du Hurensohn. Ja, das ist, was Johnny sagt. Bei den Avengers gibt es die Szene, wo Hulk den, also da sagt Loki, er ist ein Gott und dann verprügelt Hulk ihn komplett und sagt dann schwacher, ne, mickriger Gott. Und so habe ich mir dann vorgestellt, dass Moggy über schwache Kinder urteilt, während er sie gerade verprügelt. Ich wollte gerade sagen, ich könnte die Kinder verprügeln. Schwache Kinder. Wie viele Zweitklässler würdet, mit wie vielen Zweitklässlern als Armee würdet ihr es aufnehmen? Zwei. Boah, ich glaube, ich bin schon bei zwei. Bei Pulli ist ein One-on-One. Tatsächlich keine, ich bin kein Freund von Gewalt. Halt dein Maul! Ja, insofern, Maeve, wie sieht's bei dir aus? Ich? Boah. Ach, boah. Acht! Wenn ich schon um Maeves Umlaufbahn fliege, dann hat er einfach so einen ganzen Orbit um sich. Also wenn ich... Die könnten Äste oder so als Waffen verwenden. Ich muss sagen, wenn ich es mir so vorstelle, wie dass die so richtig hirnlos dich einfach tot sehen wollen, dann fände ich es schon wirklich gruselig. Dann würden die, glaube ich... Okay. Dann würden sie einen fertig machen. Dir? Ja, wenn du sie relativ schnell zum Weinen bringst, dass sie einfach selber Angst haben und wegrennen, dann ist was anderes. Du willst also sagen, du willst psychologische Kriegsführung gegen Zweitklässler führen? Das wäre meine Methode. Den Hund überfahren oder so. Nee, ich den Klassenhamster in den Toaster stecken. Den Weihnachtsmann gibt's nicht. Ich habe da eine Münze hinter deinem Ohr gefunden. Eure Eltern haben... Das ist ein Tumor. Wenn ihr im September geboren seid, seid ihr ein Silvesterunfall. Solche Sachen. Das verstehen die nicht einmal. Das sind Zweitklässler. Pokémon hatte seinen Peak in Generation 2 und ihr könnt nicht mal davon träumen, jemals die gute Seite dieses Franchise mitzuerleben. Schach und Matt. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Siehst du, Fully ist einer davon. Na, Generation 2, die Spiele waren schon ziemlich bad. Ja. Das ist das Balancing davon. Das Balancing ist, Leute reden immer über Spiele, die schlecht gealtert sind und oh mein Gott, das Balancing aus Generation 2. Oh mein Gott! Katastrophal. Maeve,
Hast du auf die Frage geantwortet? Ich bin Pazifist. Was hat Maeve gefragt? Entschuldigung, aber nicht gesagt, wie viele Kinder er verprügeln würde. Ich könnte eine ganze Klasse, denke ich. 30? Ich glaube kein Wort. Morgen, du? Johnny wäre selber psychisch. Ich habe zwei gesagt. Ich stell's mir halt relativ effektiv vor, so ein Kind irgendwo zu packen und dann als Waffe zu verwenden. Gegen die anderen. Nein. Ich bin mir noch nicht sicher mit meiner Auswahl. Köpfe gegeneinander kloppen ist halt unfassbar unfair. Ich habe an meinen Kopf kommt ja gar nicht erst ran. Aber in meinem Kopf denke ich mir auch so, ich hätte auch Angst vor einem Chucky. Naja. Ja, ich hab's mir echt so vorgestellt gerade. Also dann würde ich auch nicht viele schaffen. Aber wenn die so zombieartig unterwegs sind, dann sind die gefährlich. Ja, ich hasse es auch, wenn zombieartige Kinder unterwegs sind, gefährlich. Eben. Mir gefällt das Thema nicht. Ich mag, dass du diese hypothetische Situation nochmal unterstreichst mit, ja, also Zombie-Kinder gibt's nicht. Die gibt es nicht, aber echte Schulklassen, die man verprügeln könnte, die existieren. Ja, ich meine aber eher, dass die dich angreifen. Wahrscheinlich heißt das, dass ich sie angreife. Ja, aber das meine ich nicht. Es ging mir nicht darum, einfach nur Gewalttat an Minderjährigen zu vollziehen, sondern dass du dich verteidigen musst und wie viele ihr wahrscheinlich überleben würdet. Gar nichts. Und Johnny meinte, er würde 20 bis 30 überleben. Ja. Aber das sind Zombie-Kinder. Ja, dann renne ich einfach. Wenn die beißen, dann wird's unfair, ne? Nein, wenn die einfach selbst überhaupt kein Gefühl dafür haben, dass sie Schmerzen empfinden oder sich zurückhalten sollten, sondern wenn die einfach weitermachen. Was für Zombie-Kinder sind das? Sind das welche, die zu Zombies wurden oder waren deren Eltern Zombies, deswegen sind sie jetzt Zombies geboren? Wenn zwei Zombies sich ganz doll lieb haben. Okay, das ist nämlich wichtig, das bedeutet, wir können von Zombie-Kindern ausgehen, die keine Empathie wirklich jemals gelernt haben. Nee, die haben auch im Garten, anstatt irgendwie Ball oder so fangen, üben, haben sie mit ihren Eltern halt geübt, wie man Menschen ausweidet. Nee, wie man so zum Beispiel Glasscheiben einfach mit 50 mal gegenrennen doch irgendwie durchbekommt. Oh ja, die sind gefährlich. Oh mein Gott, dann wären es bei mir 0. Mhm. Ich meine, durch wie viele Glasscheiben könntet ihr rennen? Die eine Familie hat sogar. Nein. Ja, die eine Familie hat so viele Kinder. Also Sonny kann nicht mal ohne Glasscheiben gerade rennen. Ja, ist gerade tatsächlich schwierig. Ich glaube, ich bin auch leider einer dieser Menschen, der, wenn man neben mir läuft, dass ich manchmal so aus Versehen in den Weg renne. Ohne Sinn, obwohl ich eigentlich einfach nur geradeaus laufen müsste. Schwenkst du aus? Ja. Ist manchmal schwierig, mein Gleichgewicht zu halten. Ich musste als Kind das auch üben. Tatsächlich, ich musste bei der Therapie vor der Leiterin dieses... Nein! Komplexes, nein! Musste ich mich auf einem Bein vor sie hinstellen und dann war sie ganz stolz, wenn ich 10 Sekunden lang auf dem Bein stehen konnte überhaupt. Oh mein Gott. Wir haben nicht wirklich was verloren. Ich hatte, glaube ich, auch mal. Wenn du mal in eine Polizeikontrolle kommst. Ja, kein gutes Körpergefühl. Also eigentlich schon mittlerweile, aber es ist sehr. Der ist doch schwer betrunken, der Junge. Zum Glück fahre ich kein Auto. So habe ich dieses Problem nicht. Seid ihr fertig? Das Thema gefällt dir nicht, oder? Nee. Worüber möchtest du reden? Keine Ahnung. Fuli hat Angst davor. Welches Thema wir angefangen haben, ich Fuli eigentlich auch, wenn ihr weg wart, versprochen, dass wir heute nicht über Skelette reden. Ja. Meint, dass das sonst ein bisschen schaurig ist und jetzt machen wir sowas. Mhm. Skelette halt können cool. Schon sehr, sehr angsteinflößend sein für manche Leute. Und wir waren ja, waren auch noch auf dem Friedhof hier im Spiel, ne? Laut hat uns angefangen. Ja. Da muss ich aussetzen. Wie stehst du zu Zombies, Rudi? Ich finde Zombies sehr langweilig. Also so als Setting oder so für Storys. Was ist mit The Last of Us? Ja. Warte mal! Haben wir nicht mal Banjo-Kazooie gespielt und wir haben über The Last of Us geredet? Nein. Oder wo, was war da? Ich bin mir so sicher, wir haben, da war Maeve nicht dabei. Johnny und ich haben irgendwie darüber geredet, dass wir The Last of Us halt so okay nur finden. Das ist voll in Ordnung so. Und irgendwas hast du nebenbei gespielt und du hast nichts dazu gesagt, weil du keine Ahnung hattest. Was war es nochmal, Johnny? Moggy hat gespielt? Moggy hat gespielt. Hi, ich? Ich weiß nicht mehr.
Windwaker? Sag mir nichts. War das Windwaker? Ich weiß es ja, nicht. Ja, kann sein. Wir haben auf jeden Fall länger geredet darüber, als wir sollten. Lass uns das fortsetzen. Den Bobby nee. Auf dem fucking fliegenden Teppich wartet, der einfach nicht funktioniert. Du weißt schon, dass du da auch oben auf dem drauf ich kannst. Ich habe auch nicht ne? das Gefühl, dass man von hier, dass das die Haltestelle ist. Da oben kannst du ihn. Ich werde jetzt nicht zurückkehren. Okay. Mach noch einen Versuch. Er wird nicht zurückkehren. Bam, 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 weil du kannst ja nicht wirklich bam, hochspringen, bam, versuch bam, mal. Bam, bam. Siehst du, das genug? Reicht kaum, um auf den Teppich zu kommen. Er hoch, schafft das. Hoch genug, sagt er. Gerade er so. Er schafft, ja. Oh ja, hier. Oder hier. Oh nein! Die Stelle meinte ich. So ja. Was aber hier. Hier sieht er gut aus. Aber wisst ihr, was cool ist? Das hier ist ein Gang zu Banjo-Tooie, technisch gesehen. Oh. Hat das irgendwer jemals gemacht? Oder, ach nee, das haben sie gar nicht erst umgesetzt, oder? Inwiefern? Jein, also Gobi, das Kamel, ist, glaube ich, irgendwann ganz am Ende hier. Und in Banjo-Tooie kommt er von hier aus, geht er dann in eine Welt, wo du dann in Banjo-Tooie bist. Also hast du da die Connection. Oh, aber das sie wollten eigentlich cool. was mit dem Memory-Pack machen, ne? Keine Ahnung, kann nicht sein. Nicht Memory Pack. Ich meine, das mit dem Cartridge Switchen, ja, das ist, ich meine, allgemein bekannt. Ich glaube, das ja, ist das hier aber nicht so das Ding. Aber ja, die Tür führt quasi in eine Banjo-Tooie-Welt, meine ich. Das ist super cool. Die Tür ist also verschlossen. Ja, ja, da ist nichts. Okay. Das Wichtige ist, dass ich nicht in den Tod stürze. Das ist Treibsand und der ist heiß. Das ist Heißsand. Ich habe das Gefühl, mir wäre der Treibsand lieber als der heiße Sand. Ja, ich versinkt einfach in diesen versinken. Super heißen Sand. Oh Gott. Und vor allem ist Treibsand mehr so eine Hollywood halt Fiktionssache und es ist gar nicht so unmöglich. Also. Ja, es ist so wahrscheinlich daran schon, zu aber nicht. Oder so. Nee, es funktioniert. Oh, funktioniert auch ein bisschen anders, glaube ich. Oh, da sind noch Noten? Ja. Ja, das wird das später mit Wasser gefüllt. Genau. Ah. Oh, eine Oase. Ich muss mir was zu trinken holen, mein Hals ist sehr trocken. Boah, endlich ist der weg. Passend zur Wüste. Oh, eine Oase. Oh, ich brauche was zu trinken. Es tut mir leid, Bienen, aber ich bin ein Bär. Wir sind natürliche Feinde. Ich brauche euren Honig. Sind Bären resistent gegen Bienenstiche? Ich meine, die plündern ja wirklich. Kommt auf die Honig. Menge an. Wahrscheinlich. Ist das ein Gift, was eigentlich Bienen da in einem Stichhaus auch raushauen? Und wenn du sehr viele hast, ist es halt ganz gefährlich für dich werden in deinem System. Ein Gift. Ja. Ja, sonst würde es ja nicht so anschwellen. Ich meine, bei Mücken zum Beispiel ist es ja nicht ein Gift, was sie reinhauen. Das ist einfach nur das, die eklige Spucke, die da haben, oder? Ja, die den Blutfluss, die verändert das Blut verklumpt. Genau, und dann, ich glaube, was ähnliches hast du auch bei Zecken. Da ist ja auch nur das Ding, wenn die halt, wenn du die nicht richtig gut rausziehst, dann lassen die los und hast du die eklige Spucke da drin. Und das ist das, was bakteriell gefährlich ist. Bienen lassen auch ihren Stachel in dir drin. Nur das weiß ich. Die lassen alles zurück mit dem Stachel. Wer hat sich das evolutionär ausgedacht? Ja, wenn die Biene sticht, dann reißen die ihre kompletten Innereien raus mit. Zu viele Bienen. Müssen halt irgendwie entsorgt werden. Deswegen soll, glaube ich, auch ein Bienenstich mehr wehtun als ein Wespenstich, weil der irgendwie viel länger drin bleibt und das mehr Gift injiziert. Ich baue gerade eine Pyramide. Ja. Habt ihr mal eine Pyramide gebaut? So geht das. Nein. Noch nichts, wenn das selbst gespielt? Ich glaube, nee, aber ich habe am Strand schon mal eine Burg gebaut mit so Eimern. Oh mein fucking Gott. Ihr erinnert euch an meinen geschwollenen Fuß? Nö. Ich habe mir jetzt eben noch mal den Zeh von dem Maulfuß. Ich habe mir den Zeh von demselben Fuß geschwollen. Oh nein. Nein! Und zwar, weil er geschwollen ist, deswegen habe ich den halt anders eingeschätzt. Habt ihr euch mal den C so sehr gestoßen, dass ihr gedacht habt, der ist gebrochen? Ja, oft. Ja. Okay. Das,
ist auch wieder so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich bin nicht bewandert, sowas zu beurteilen, aber ich meine, der kleine Zeh kann auch öfter brechen, ohne dass man es behandeln muss oder dass man es merkt. Ich denke immer, dass ich mir den Zehennagel abgefallen ist oder sowas, wenn ich mich umstoße. Weil ich habe immer natürlich Socken an und dann denke ich mir so, jetzt spring nicht von der Ecke. Wenn der jetzt ab ist, das ist ja schlecht. So. Ich bin voll wie so ein Backseat-Gamer heute. Nee, er ist mehrfach von der gleichen. Naja, er kann das nicht mit ansehen. Hol jetzt die scheiß Note da, das macht die Rasse gerade richtig aus. Ich werde dich in den fucking Treibsandlauf von Schaden nehmen, wenn wegen der Note. Ja, stimmt. Das macht ja Schaden. Das tut ja weh. Aua. Okay. Was wollte ich dazu sagen? Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber irgendein Bekannter von uns hat auf jeden Fall mal, war mit einem geschwollenen kleinen Zeh beim Arzt und meinte, oh, der ist bestimmt gebrochen. Und dann meinte der Arzt, nee, der ist nur angebrochen, ich muss ihn ganz brechen. Und hat den einfach dann einfach so mit den Händen gebrochen, den Zeh. Was? Damit er wieder zusammenwachsen kann. Das geht nicht, wenn es angeknackst ist. Nee, der war dann so falsch. Also und würdest, war du der, ja würdest du der Rezension auf Google denn vertrauen? Nö, würde ich nicht. Also ich habe gehört, es ist halt, aber das kann irgendwie nicht sein, dass Füße einfach immer brechen können und dann wieder zusammenwachsen. Das stimmt doch nicht. Du meinst Zehen, nicht Füße. Ja, aber wir haben doch vorhin auch über Mittelwurzel. Fuß gesprochen. Du kannst da ja rein. Also ich weiß, ich kein, schauen, keinerlei ist medizinisches Know-how. Fully wird langsam nervös. Du kannst da auch rein. Das geht Sandy doch rein! Mein, das ist Sandy Butts Grabstätte. Mein zweijähriger Neffe hat mal zu mir gesagt. Oh also nein! Der, Armselig. Er wird sterben. Ich habe so einen Leberfleck, aus dem manchmal Haare wachsen. Es ist leider so. Und schneid den ab. Ja, mach ich öfter, also die Haare. Aber mein zweijähriger Neffe meint irgendwann so, hat den so angeguckt und mich irgendwie gefragt, was ist das? Ich meinte, ein Leberfleck. Sind das Haare? Ja, die kann man auch abmachen. Ja, er war zwei. Die Musik macht mich sehr nervös. Die Musik ist cool. Das ist ein... Oh, da war noch ein... Ich hab's gesehen, aber... Sandy Butts. Boah, da hätte ich Angst, dass er wieder zu Klappe gefangen zu. Affe tot. Aber es ist ein Bär. Wenn Gingers, die man gesammelt hat, der gespeichert, wenn man... Wolltest du erst noch Bär tot sagen, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Self, lass mal schauen. Ich glaube ja, der Gelbe, der müsste der... mein Dingens gewesen sein, oder? Der Gelbe war ganz am Anfang. Oh ja, dann. Habe ich einen verpasst, glaube ich. Die Musik ist super. Ich wünschte, ich würde hier nicht sterben. Joha! Jo, Mensch! Du! Ich weiß nicht, ob das hier immer noch geht, aber du kannst diesen Jiggy auch so holen. Yo! Und zwar, wenn du einfach mit dem Springteil, ne, mit diesem Pad, genau im richtigen Winkel zu dem Sarkophag springst, dann klippst du durch. Oh, wahrscheinlich wird's gehen in der Version. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier welche irgendwas gefixt haben. Ich glaube, du bist hier tot, oder? Nee, okay. Also laut Fully hat das einige, haben sie einiges verändert. Wie soll der jetzt tot sein? Nein, hab ich gar nicht gesagt. Nee, es gibt hier eine Pyramide oder es ist die Sphinx, dann im Hintereingang wirst du dann einfach irgendwo anders rausgeworfen. Glaube ich. Wo müssen die jetzt... Oh, ich muss... Ich glaube, da war ein Jinjo drin, den ich nicht mitgenommen habe. Das kann sein. Dann suche ich mal den Jinjo. Ihr wart ja beschäftigt, über Zweitklässler und Zombies zu reden. Das hat ihn wirklich verstört. Das lässt ihn nicht los. Nee. Kannst du dich denn eher mit der Frage an... genau. Fuck, wie war die hypothetische Frage? 100 Enten? Nee.
Entengroße Pferde oder Pferde große Ente? Was? Ja, ich komme nicht mehr drauf, wie das war. Ja, das war's, glaube ich. Ja, siehst du schon? Ich glaube auch nur. Worüber redet ihr? Waren es nicht 100 Pferde große Enten? Ja. Nee, 100 Enten große Pferde oder eine Pferde große Ente, so? Irgendwie so. Was ist hier ein Jinjo? Nee, die niedrigere Zahl ist besser. Ich weiß nicht, ob hier ein Jinjo ist. Ja, aber was sollen so kleine Pferde eigentlich machen? Doch, da oben ist einer. Doch, da ist einer, okay. Ich wusste doch, dass ich einen gehört habe. Ich würde generell mich immer für das Pferd entscheiden, glaube ich, weil Pferde sind halt Fluchttiere. Die Pferd muss sich einmal treten und aber das ist Geschichte. Ja, 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 aber die kämpfen nicht. Die aber machen das nur, wenn du halt eh zu nah rankommst. Man entscheidet sich ja für eine Pferde große Ente, oder? Ja. Nee, Ente? Also ich würde mich, Ente? Für, ich würd mich für 100 anlegen. Andere Richtung. Wenn ich der Ente den Finger beißt, das tut ganz schön weh. Stell dir mal vor, die wäre riesengroß, die Ente. Ja, eben, wieso entscheidest du dich denn, ja, wieso entscheidest du dich dann dafür? Hab ich doch gar nicht. Achso, ja, ich entscheide mich für die entengroßen Pferde. 100 Stück. Nee, ich entscheide mich für das eine Problem. Nicht für die 100 eine Probleme. Ente? Das gewahrt. Got 99 problems, but a duck-sized horse ain't one. Ey, 100 entengroße Pferde, das wäre super süß. Ja, ich glaube auch, dass die nicht unbedingt was... Kann ich mich doch drum kümmern dann. Ach so? Weißt du, da brauchst du ja nicht mal... Weißt du, wie viel die kacken? Ja, aber du brauchst ja nicht mal so eine große Koppel, weil die sind ja klein. Das ist wie, ja, mit aber, Hunden, aber... Mit 100 kleinen Hunden und Gassi gehst. Es ist, als hättest du eine ganze Puster nur bei dir zu Hause. Aber wenn ich zum Beispiel eine Ente beiß, das tut ja auch weh. Und stell dir vor, du hast 100 Pferde und die treten dich alle. Die treten mich halt eben nicht. Die kann ich doch einfach so... Mhm. Ja, ja, Johnny weiß das. Verscheuchen, weil es Fluchttiere sind. Oder ist das wieder die Zombie-Situation und die wollen mich halt tot sehen? Keine Ahnung. Weil dann... Jetzt schmeißt du nicht voll die Kommt drauf an, wie sehr du denen auf den Sack gehst. Weil jetzt stellt euch vor, alle Delfine der Welt wollen euch tot sehen. Die wollen mit aller Macht versuchen, sie ihr Leben lang irgendwie an euch ranzukommen und in die Nähe zu kommen und euch mit irgendwas umzubringen. Ja, die schaffen das eines Tages. Ich werd mein Leben so genießen, als wäre jeder Tag der letzte. Ja, und du bist aber auch relativ sicher, weil es ist sehr schwer für die halt an Land zu kommen. Aber sobald du mal mehr bist, weißt du, die werden dich suchen, die werden... Aber man weiß es, ja. Wenn man es weiß, wenn man es nicht weiß, wird man überrascht. Delfine sind super intelligent, die werden schon irgendwann an Land kommen, wenn sie es eben wollen. Du bist halt du merkst es, bist mit den Gedanken ganz woanders, bist du auf irgendeinem, keine Ahnung, auf einem Roadtrip, an der Autobahn und dann fährt da so ein Truck, plötzlich kippt der um und das war einfach ein riesiger Wassertank, wo 5 Delfine dann so raus... Nein, der wurde von Delfinen gefahren und sie... Der eine zieht dann seine Sonnenbrille so runter beim Vorbeifahren und dann bin ich so, oh shit, sie hat mich gefunden, Es kommen einfach Auftragskiller, die Delfine in so einen Rucksack tragen wie Banjo. Ja, aber wie sollen die Delfine das machen? Die haben gelernt zu kommunizieren. Ja, schlau sind die auf jeden Fall. Boah, du bist so, bevor du es wirklich weißt, deine erste Erfahrung damit ist einfach, du bist bei SeaWorld und plötzlich schwimmen diese Delfine gegen das Glas, überall wo du bist, immer so. Es entstehen kleine Risse. Ja, hier war das mit der Tür. Ich glaube, der Johnny ist da auf einer Filmidee unterwegs. Irgendwoher habe ich es, glaube ich. Also. Au! Vermutlich nicht. Kein eigenes Skarabäus. Ja. Okay. Der hat aber gar keine Pille gedreht. Was? Oder? Skarabäus sind also die drehen doch so scheiße Bälle. Keine Ahnung, tun sie das? Sind Skarabäen nicht fiktive Tiere? Ich weiß es jetzt alles gar nicht. Ich glaube, es ist ein Schmuckstück, was so aussieht wie ein Mistkäfer. Oh, du bist geheilt! Und jetzt kann ich ja die Turboschuhe verwenden. Oder wie manche auch zu sagen pflegen würden, die Turbotreter. Brauchst du hier auch? Morgi hat sich neue Schuhe gekauft. Komm schon, Daddy braucht ein neues Paar Schuhe. Morgi, es ist mal wieder Zeit, oder? Wie lange hast du die jetzigen? Keine Ahnung, nicht so lang. 4 Jahre? Nee. Was? Nein. War das vor ein paar Wochen? War die Story noch nicht?
so lange her. Doch, die alte schon, aber es ist ja schon, Teil 2 von der Story. Story ist draußen. Zwei Jahre her oder so, auf die du dich beziehst. Ja. Ich hab schon ein Sequel. Ich hab meine Schuhe seit 7 Jahren oder so. Ja, da oben auf dem Sandhügel. Oh. Oh. Oh Gott. Yo! Aus dem Weg, Hand! Ich hab die schnellen Füße. Es ist schon eklig, dass da das gezeigt wird und die Zeit weiterläuft. Mhm. Bisschen unverschämt, könnte man sagen. Aber vielleicht hat man ja trotzdem gut Zeit. Hat man. Würde ich von aus, dass man trotzdem bis ausreichend Zeit hat. Nein. Das Lied schon wieder zu nerven. Kazooie ist ein schneller Flitzer. Oh mein, was? Oh nein. Cool, cool. Cool, mach nochmal. Ich höre jetzt die 69. Note. Nice. So, und dann versuchen wir es nochmal. Das war ein ganz schöner Cocktease. Okay. Ja, war ganz schön am Edge. Nein, es ist, hör auf. Wäre fast 69 gewesen. So dumme Cutscene! Die Zeit läuft. Vor allem ändert sich die Kamera danach so ein bisschen, glaube ich. Deswegen werde ich ganz nah an der Wand bleiben. War wahrscheinlich die Absicht. Immer die Innenbahn laufen. Wie in der Schule damals. Und den Staffelstab rechtzeitig abgeben. Nee, da bin ich gar nicht gelaufen. Der gehört nicht dir. Was ist das denn? Wie ist das möglich? Oh nein. Um mal einen High-Jump darauf zu machen. Vielleicht ist das ein Xbox-Problem. Ich meine nämlich, es war nicht so schwer auf der N64. Besser geht. Meinst du, man kann da hochjumpen bei ein paar von diesen Etagen? Nee, oder? Du kannst die Schuhe ja nicht ausziehen, um den Move zu machen. Oh, okay. Du kannst halt über die Ecken springen, aber das war's. Aber... Moggy ist jetzt schon schneller, glaube ich, dabei. Ja. Das Gefühl, diesmal. Boah, es ist knapp. Und schön da, wo es nicht genau. Was? Ich bin scheinbar auf das Teil gelaufen. Ja, und dann, auf. Ja. Versuch am Ende halt in die Richtung zu lenken, wo das am längsten offen ist. Ja. Ich dachte, der Warpunkt wäre ein bisschen weiter oben. Ich lag. Das ist so dumm. Falsch. Ja, 20 Sekunden Zeit. Das sind echte Sekunden. Das macht keinen Unterschied, Fully. Jein. Wenn es da Frames läuft, schon. Das macht gewaltige Unterschiede. Gott! Hui! Ich hab gerade übrigens zum ersten Mal gesehen, dass der überhaupt ein Timer ist. Ist komisch, ja. Es ist nicht wie es gehört. Ja, es ist nicht so schwer eigentlich gewesen. Was mich am meisten stört, ist, dass am Anfang die Kamera immer geändert wird. Versuch zu springen. Spring ab und zu mal. Ja, schneller. Nee, weiß ich nicht. Ich kann es ja versuchen. Ja, ist hier schneller. Auf jeden Fall kann es schneller sein, ja. Das wow, okay, das war schnell. Kommen. Ja, ist nicht wirklich schnell. Jetzt lieber richtig lenken, da wo die zu... Also, ja. Ha. Ich kann ganz am Ende aber auf jeden Fall einen Sprung machen. Irgendwas machen. Ja. Das heißt, da kann ich noch ein paar Frames rausholen. Hoffe ich. Das ist so dämlich. Vielleicht lief auch auf der N4... Na, ich glaub schon. Lief auf der N64 jedes Mal die Cutscene? Ich denke. Schätze mal. Ich meine, es scheint schon vom Timing her so zu passen. Hab ich es gesehen? Ja, das war gut. Ja. Die Klappe wollte mich schon wieder mitnehmen. Ja. Da hab ich gesagt, halt die Klappe. Das ist nicht oben. Ja, ich glaube, den Schädel. Der ist dann für immer, glaube ich, lost oder... Nee, nicht ja, hol ihn lieber mal erstmal. Ist das Mario? Bevor es Präsentation... Ja, ist Mario. Ach,
Den Schädel meinte ich. Ich dachte mir, was für ein Schädel ist denn für mal los? Ich dachte, ihr meintet den Mario und dachte ich mir, ja, was ist damit? Hier. Meinst du Fully? Ja, Fully und Maeve. Nein, Maeve hat auch mitgeredet. Ja. Alle außer Jonas. Muss sie nicht immer alles um dich drehen, Johnny? Mhm. Das macht jetzt gar keinen Sinn. Das ist doch eher genau andersrum. Nein. Halt dich mal zurück. Ich hab gesagt, halt dich zurück. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am nächsten ist, bin ich, bin ein Egoist. Können wir eine Petition aufmachen, dass Johnny aufhört zu singen? Ja. Es ist manchmal wirklich, ich muss mich ein bisschen mehr zurücknehmen. Wenn ich einen guten Tag habe, kann das passieren. Ich habe den Falco gerade ein bisschen gefühlt. Ich nicht. Danke. Ich bin erst seit 3 Stunden wach, das ist noch nicht genug dafür. Johnny ist so nervig. Boah, Alter. Nein, Quatsch. Ich kann das schon manchmal nachvollziehen, aber dann ist es halt so. Dann hatte ich halt nervige Momente gehabt. Das Einzige, was mich ernsthaft stört, sind laute Geräusche. Der Rest, das spiele ich nur auf. Johnny hat sich vorhin gefühlt. Lass gefühlt. Es jetzt! Laut. Also Johnny vorhin. Er hat sich geföhnt und hat uns damit daran teilhaben lassen. Ja, aber nur damit ihr mich retten könnt, falls ich umkippe. Ja, das stimmt. Das war alles nur zu deiner Sicherheit. Ja. Ich hab ihn gemutet, weil es so laut war. Ich Discord wollte ihn das kicken. Ganze Signal halt lauter macht und so. Das war scheiß laut. Ich hatte Angst, dass ich irgendwie ausrutsche und mich verletze und dann muss ich um Hilfe rufen und die Boys im Discord können mich retten. Sein Handy hat er aber in diesem Szenario, er bricht sich wahrscheinlich die Hände, deswegen könnte er nichts über am Handy. Ja, machen. Genau. Ihr kommt dann ins Badezimmer gerannt und dann, Johnny, was ist passiert? Ich frage mich gerade, wie wir die retten hätten können. Wir wissen gerade, glaube ich, gar nicht, wo du wohnst. Nein, er hat vorhin kurz eine Lieferando-Bildschirmtraum gemacht und da war kurz die Adresse zu sehen. Hast du nicht notiert oder was? Hätten wir es merken müssen. Ja, davon bin ich auch. Hast du nicht gemerkt? Wen will ich denn retten sollen, Johnny? Es gibt mit dem Turbo-Treter noch einen Jiggy, den du holen kannst. Boah, ich glaube, ihr müsstet in irgendeiner Form Spiele NATO kontaktieren können, weil der war schon mal hier. Ah ja, und den habe ich Kontakt. Ja. Ich werde erstmal durch den Donut fliegen. Das sind Zielscheiben, die du ansonsten gar nicht mal so viel. Oh ja, die Bonusscheibe! Stimmt, dafür wollte ich fliegen! Gar nicht und so viel. Und dann kannst du in die Pyramide. Die das wissen. Nein, nicht Kazooies Kopf. Das sind nicht mal wir und wir sind ja offiziell deine besten Freunde. Offiziell? Steht so in meinem Freundesbuch. Steht auf deiner Wikipedia. Wann habe ich Geburtstag? Ja, die Buben. Welche Blutgruppe habe ich? Was ist meine Lieblingsfarbe? Ja, generell. Weiß nicht mal selber, was für eine Blutgruppe du hast. Was ist das für eine Frage? Nee. Ich glaube, ich habe 0. Ich meine ja auch Fully. So wie ich. Ich aber weiß nicht, was für eine Blutgruppe ich habe. Ist 0 die beste? Diese Welt ist ein bisschen... Kann 0 alles empfangen oder kann 0 an alle abgeben? Knappes Ding. Ja, ich glaube, ich kann an alle abgeben. Fully! Oh, dann kannst du aber nichts annehmen. Fully, wie sieht's aus, Fully? Oder? Ja, Kräuch nee. Mal ein Stückchen. Warte mal, war 0 Universalspender? Bist du ein bisschen spendabel oder? Unterwegs? Nee. Ich bin Universalspender, glaube ich. Die nächste Runde auf Blut geht auf Fully. Fully! Hast du mal einen Beute? Mhm. Wir sind doch gute Freunde. Habt ihr gesehen, was für ein komisches Haustier der da hat? Eine Schlange. Nein, das, was er streichelt. Einen Hahn. Das ist kein Hahn. Was streichelt er da? Was ist das? Ja, das ist das, was ich frage. Weiß ich nicht. Ja, da zum Rüssel auf jeden Fall, ne? So, gib den guten Mann jetzt Trinkgeld. Gott, wer klingelt bei mir um die Uhrzeit? Das hab hat Fully sich auch gedacht. Ja. Ich kann nicht an die Tür gehen. Oh nein, es hat bei euch allen geklingelt heute, bei mir noch nicht. Oh nee. Du bist nein, als nächster mal. Dran. Es erwischt uns alle heute, Mann. Oh, das sind wahrscheinlich meine T-Shirts. Oh, ich habe welche bestellt und Hermes kommt immer relativ spät. Dann solltest inzwischen. Du vielleicht kurz. Naja, ist schon zu spät. Das stimmt nicht. Jetzt liegt es schon im Hausflur. Ich bin super paranoid, weil letzte Woche
Hat jemand an der Tür geklingelt, es war dann wegen irgendwas wegen, ich weiß auch nicht, irgendwas wegen Zoll von 2018? Wo ich irgendwas noch machen muss oder so, es war super seltsam. Ja. Deswegen, wenn ich jetzt höre, dass du zu ungewöhnlich Uhrzeit klingeln willst, denke ich mir, oh, da habe ich gar keine Lust drauf. So, was muss ich ja machen? Muss ich reinscheißen? Ja. Das ist jetzt Zoll, ja. Gib dem guten Mann Trinkgeld. So wie Fully in der Hauptstadt von Elden Ring. Du willst aber auf dem Deckel, glaube ich, bleiben, oder? Du solltest deinen Namen ändern, Morgi. Zu was? Reinsch. Das wird nie alt. Oh. Du wirst alt, wie es aussieht. Nice. Shit. Er wird uns zum Helfen. Oh. Jo. Oh, das sieht Gott. Komisch aus. Und das ist Schlange. Ist das von Ukulele? Nein, Ukulele war davor. Ukulele habe ich gespielt. Nee. Aber den haben die doch übernommen, oder? Ich hab das Kickstarter-Ding unterstützt und dann weißt du, nee. Ich hab die erste Welt gespielt, ich war sehr verwirrt, wann das Gameplay anfängt und warum man in einer viel zu großen Welt ist. Ja, die Welt es war so riesig. Einfach riesig, das ist... Man ist halt einfach so das war doch bei Banjo-Tooie nicht... Das war schon bei Banjo-Tooie ein Problem, ne? Ja. Ich hab das Gefühl, Banjo-Fans machen sich das Leben generell ein bisschen zu einfach. Und zwar, indem sie nur den einen Teil spielen und alles andere der Reihe ausblenden. Ja, das stimmt. Man hört Obwohl, selten Leute auch, über Banjo-Tooie reden. Es gibt immer wieder Leute, wenn du irgendwie sagst, Banjo-Tooie, nee, und dann fragen sie, aber was bestimmt mit Banjo-Tooie nicht? Und da bin ich überrascht, weil ich irgendwie... Banjo-Tooie wirkt wie so ein Spiel, was universal nur so okay angesehen wird. Es ist okay. Das ist der falsche kann man mal Ding. Spielen, aber einmal nur. Ich will diesen Kaktus da mit Seifenwasser befüllen und dann einfach pusten. Also müsst ihr nicht so eine. Ich hab Banjo-Tooie tatsächlich noch nie gespielt, weil immer erzählt wird, dass es ziemlich schlecht sein soll. Ja, so ging's mir auch. Das hab ich davon irgendwie abgehalten. Ich weiß nicht, wo die Honigwaben sein sollen hier. Ich könnte schwören, da... Warte, was war der Grund, warum ich durch den Kaktus damals geflogen bin? Da ist doch irgendwas, spawnt doch irgendwas drin. Das kann sein, ja. Dann flieg durch. Nein, aber da sollte ja schon was drin sein. Ich werde Schaden nehmen, wenn ich versuche, durchzufliegen. Oh, okay. Ja, dann kannst du noch das andere mit den Turbo-Tretern machen und du kannst endlich mal Gobi befreien. Ja, Gobi. Gehen wir zu Gobi rüber. Der namensgebende Gobi. Den ganzen Tag warte ich hier in der Sonne. So ein Kamel, der ist das gewohnt. Der hat Spaß. Der hat überhaupt keinen Spaß. Klimaanlage alles an, er hört seine Lieblingsmusik, der hat Spaß. Das war aber nice. Ich geh mich jetzt ein wenig abkühlen. Ja, so viel zur Klimaanlage. Jetzt leben wie Gobi. Jetzt, nachdem wir Gobi befreit haben, können wir ihm das Leben schwer machen. Bibo, mach der Gobi. Kommt Gobi nicht wirklich in diesem Song vor? Wovon redest Song? Du? Bibo macht das UFO, macht den Gobi. Von Oliver. Olli. Wie heißt er denn? Ja. Ja. Maeve, komm schon. Ah, da ist der Schalter. Ich dachte, das ist ein DJ-Song. Olli Fee? Nein. Welcher Olli sonst? Bibo macht das UFO. Olli Schulz. Ich dachte, Oliver Pocher. Mach den Bibo. Ah, doch, das kenne ich. Oh, Ginger. Warum tut Johnny so, als ob man das kennen würde? Mach den Gobi. Kennt doch jeder, oder? Ich meine, Maeve kennt's. Maeve ist Johnny aber auch. Das sind 50%. Aber ich hab's gerade Maeve ist von der alten Schule, Fully. Der kennt sowas, ja? Also, Olli Schulz, der wurde nicht in der alten Schule bekannt. Nicht? Okay. In Mittelschule. Die haben mal, Warte, das ist der eine Comedy-Typ, oder? Ja, der mit Genau, der hat irgendwie einen Podcast mit Jan Böhmermann. Ja, der hat mit Joko und Glas gerangelt. Ja, und da haben sie mal drüber geredet, was seine Worte waren. Es gibt so einen Nerd auf YouTube, der hat ein Video drüber gemacht, wer die Schauspieler der Teletubbies sind. Das war kurz nachdem mein Video dazu kam. Oh. Das ist mein liebster Fun-Fact. Du warst gemeint. Ja, das war mein Video gemeint. Oh, das ist super.
Du brauchst Wasser, mein Freund, keine Sorge. Ich habe Sunshine gespielt, ich weiß, wie das läuft. Ach ja, das war. Und Joko und Klaas waren mit ihm im Heidepark. Das war auch gut. Ja. Ansonsten weiß ich wirklich nicht, der ist irgendwie überall. Ich weiß nicht genau, was der macht. Comedy. Ja, ja, aber der war auch gewachsen. Ja, der nicht nur Comedy. Musik wahrscheinlich. Er ist halt ein sympathischer Typ. Ja, genau, das meine ich. Er ist auch beim Tatortreiniger eine Rolle und so. Ich hab keine Ahnung, wer das ist. Er ist ein bisschen der neue Elton. Nee, neu würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, weiß auch nicht, was er macht. Ja. Nur er hat noch. Er hat eine Show mal, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Wo ist mir Box? Aber mehr als Box weiß ich nicht mehr. Ich versuche es mir wohl nicht mal zu holen. Olli aus der Box? Nee. Kannst du ja jetzt durchfliegen. Ich glaube, die andere hast du dann nochmal bei Gobi und dann haut er ab. Komplett. Andere Honigbar bei Gobi? Ja, glaube. Okay. Der gibt dir nicht das letzte Puzzleteil. Dafür brauchst du immer noch die Turbo. Schulz in the Box hieß das. Ah. Also jetzt hab ich's auch gerade gefunden. Also die Kiste packen lassen und dann irgendwo dann Interviews gemacht oder so. Ich weiß gar nicht mehr genau, was überhaupt das Konzept war. Ja, es ist einfach so ein Typ, das hat unerwartet versucht unterhaltsam zu sein. Das war ziemlich super. Er bräuchte die Treter? Genau. Okay. Warte, wo so, du willst dann halt an der Ruine vorbei, also genau da gerade, und dann da runter, da ist so eine kleine Insel. Nein, nein, Gummistiefel nicht mitnehmen. Ups. Morgi und seine Gummistiefel. Oh Gott. Doch, die werden ganz praktisch hier, ne? So, und der da, ja, dem willst du es klauen. Krabber. Krabber, wo bist du? Ich glaube, du hast reingeschissen. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Doch, ja, kommt geht. Okay. Yeah. Oh nein, oh so 1000 Jahren. Oh nein. Ist doch eine etwas gut ältere gemacht, Welt hier. Ja. Oh. Oh, er hat so ein bisschen so gewunken, ne, beim Runterfahren. So, dann fehlen uns noch die paar letzten Noten. Doch. Ja, die sind genau hier auch. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß, wo die sind. Das müssten alle sein. Dann kannst du noch zu Gobi und da hast du auch die Honigwabe. Dann haben wir 3 Welten schon heute zu 100% gespielt. Das lief gut. Vor allem nachdem wir bei Clanker so reingeschissen haben. Ja, bei Clanker waren wir ewig unterwegs. Ich möchte dazu weiterhin anmerken, wir. Das war eine gute Leistung. Also jetzt kommt der Friedhof, ne? Wir sind hier gemeinsam drin. Jetzt bin ich wieder gemein. Menschen. Yeah. Nein, nein, Johnny, du wärst ausgeschlossen. Als nächstes kommt der Mad Monster Mansion. Du nicht ausschließi. Wir sind warme Decken und ein Kakao. Und ein warmer Kakao, damit du nicht frierst. Oh, Gobi ist da. Ich muss sagen, ich dachte, die Welt wird super nervig. Ich hatte sie super anstrengende Erinnerung, aber war spaßig. Ja. Wir haben auch ein bisschen so minimal das Glück, dass Fully das Spiel auch in- und auswendig weiß. Also bis auf ein paar Patzer, die er sich heute erlaubt hat. Ja, es ist halt. Gobi ist Fully bei ihm dann sehr unsicher. Aber ab jetzt fängt auch an, dass mein Wissen sich dem Ende neigt. Nämlich Mad Monster Mansion finde ich teilweise ein bisschen nervig und kenne ich nicht mehr so gut. Oh Gott! Ja. Jetzt reicht es mir! Ich verlasse diese Wüste und suche mir ein ruhiges, schattiges Plätzchen. Oh, sieht man ihn immer wieder? Ja, in Banjo-Tooie sieht man ihn. Oh, aber nicht in dem Spiel? Also sehen wir einfach vergrault. Also man sieht ihn generell mal wieder. Oder spielen wir auch von Banjo-Tooie, Mogi? Ich dachte, er hat nochmal einen Ort, wo man ihn wegschleucht. Ich glaube, Banjo-Tooie geht halt auch ewig. Und niemand von uns weiß, wo man da hin muss bei dem Zeug. Sie haben die Spiele immer größer gemacht. Jetzt ist dann auch ein Rare Replay Whoop drin. Klar. Ja. Oh. Das heißt, wir könnten sogar wirklich spielen. Wir können es auch ansonsten spielen. Ich habe einen N64 mit der Flashcard. Mit einer My Flashcard? Ja. Meine Flashcard, nicht deine. Ich wollte selbst irgendwas sagen. Also danke. Du musst ins Wasser! Ins Wasser! Rette dich vor den Bienen! Ich glaube, wir nehmen die Teleporter lieber. Wohl eher My HTML5-Ware, habe ich recht. Yeah. Ja. Ich würde sagen, ich habe eine HTML5-Cartridge. Okay, und dann würde ich sagen, das war doch schon mal ein guter Vorgeschmack auf den nächsten Part. Ja! Oh Gott! Oh! Müdigkeit hat gerade meinen Körper durchzogen, als ich mich gestreckt habe. Kennt ihr das?
strömte. Der ganze Körper zieht sich förmlich zusammen. Und dann würde ich sagen, schließt du einfach ein. Jaha. Wer kam gut voran? Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao. War mir eine Freude.